Weil es ist gelb auf gelb gerade. Weil der Himmel von Superheat ist halt gelb. Und die Feuerpfeile, die sind auch gelb. Und das Feuer vom Phönix ist auch gelb. Wasser. Wasser. Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Es ist mal wieder ein neues Update rausgekommen. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, denn es ist hier gerade noch 6 Uhr morgens. Ich sehe hier gerade lauter Jerboas um mich rum. Was ist hier los und warum machen die solche Geräusche? Was ist eigentlich reingepatcht worden? Ihr seht erstmal, ich habe einen neuen Helm auf. Das ist ein besonderer Helm für Vorbesteller, die den neuen Ark Aberration DLC bestellt haben über den Season Pass. Und da haben sie jetzt schon so ein paar Skins mit hinzugefügt, die so ein bisschen Lust auf Aberration machen sollen. Warum bin ich jetzt hier in Scorched Earth und nicht auf Ragnarok unterwegs oder auf The Island? Der Phönix ist reingepatcht worden. Und dieser Phönix ist ein Feuervogel, der nur bei Mega Heat auf Scorched Earth spawnt und auch nur ein einziges Mal pro Map. Und jetzt ist gerade Event Mega Heat, ja, ich kann euch das mal kurz zeigen, oder Super Heat heißt es, genau. Und jetzt muss ich mich quasi auf den Weg machen und diesen Phönix suchen. Und das ist jetzt lustig, das muss ich jetzt mit meinem Wyvern machen. Das ist übrigens immer noch derselbe Spielstand wie damals, als wir aufgehört haben mit Scorched Earth. Hier liegt zum Beispiel auch noch die Rizari. Irgendwo hier liegt bestimmt dann auch noch der Lone Star und der Shadow liegt bestimmt auch noch irgendwo. Auf jeden Fall sind die hier auch noch mit mehr oder weniger am Start, wenn auch nur als schlafende Menschen. Also die sind jetzt hier gerade nicht mit dabei. So, ich muss jetzt nochmal kurz hier ein bisschen was wegschmeißen, ein bisschen Ballast von der Wyvern und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Jetzt geht's eigentlich erstmal da. Ach, da ist ja gleich einer. Krass. Das ist ja der Wahnsinn. Der ist direkt bei mir gespawnt anscheinend. Das ist ja heftig. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ich betone, ne? Einmal pro Map gibt's den nur. Einmal pro Map. Das ist der Wahnsinn. So, Moment. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss den anzünden. Steht zumindest im Dossier. Und ich versuche es jetzt einfach mal. Ich versuche es jetzt einfach erstmal mit der Wyvern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das geht, wenn ich ihn mit der Wyvern anzünde, ob das gültet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Scheiße, die Wyvern ist leider Low-Level gewesen, als wir die damals gezähmt hatten. Das heißt, die hat nicht so viel Stamina. Das ist leider ein bisschen doof. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das gültet, wenn ich mit der Wyvern auf den Phönix draufgehe oder losgehe. Weil ich weiß nicht, ob ich den anzünden muss. Weil wenn mein Tier den anzündet, kann es sein, dass es nicht gilt. Ja, versteht ihr? Dass der Spieler das machen muss und nicht das Tier. Das ist so ein bisschen so eine Sache. Ich habe, glaube ich, aber auch jetzt gerade gar nicht getroffen, oder? Aber es sieht schon schön aus, das Vögelchen, das Feuervögelchen. Ich weiß auch nicht, ob man den reiten kann oder ob man den nicht reiten kann. Kann ich eigentlich, wenn ich absteige, auf der Wyvern stehen? Geht das? Wartet mal, das muss ich nochmal ausprobieren. Zur Not hätte ich auch noch Grappling Hooks dabei. Muss nochmal gerade... Oh, der ist aber schnell, ey. Scheiße. Ich probiere es jetzt mal. Ich kann stehen. Warum landet die Wyvern jetzt? Moment, ich muss das mal gerade. Ich habe mit den Wyvern, wie gesagt, nicht so viel Übung. Wenn die Mega Heat oder die Super Heat jetzt gleich vorbei ist, dann ist der Phönix auch weg. Ich weiß nicht, ob er dann tot ist oder ob er dann einfach nur verschwindet und dann an derselben Stelle wieder auftaucht. Das kann ich nicht genau sagen. Also wenn dann vielleicht wieder die Mega Heat wieder anfängt, ob er dann wieder an derselben Stelle ist. Und Mega Heat, ich verwechsel das gerade die ganze Zeit mit Survival of the Fittest. Da gab es nämlich Mega Heat. Da hieß das so. Hier heißt das ja Super Heat. Ich verwechsel das die ganze Zeit. Das gibt's gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich so nervös bin gerade. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ich weiß es nicht, ey. Ich sehe es auch so schlecht irgendwie. Es ist gelb auf gelb gerade. Weil der Himmel von Super Heat ist halt gelb. Und die Feuerpfeile, die sind auch gelb. Und das Feuer vom Phönix ist auch gelb. Das heißt, ich kann hier absolut gerade gar nicht sagen, ob das überhaupt funktioniert. Ich sehe nichts. Jetzt wäre natürlich ein Cats geil, mit dem ich einfach in der Luft schweben könnte. Aber leider habe ich hier auf Scorched Earth keinen Cats. Es gibt ja auf Scorched Earth auch keine Catsels, davon mal abgesehen. Aber wisst ihr was, ich probiere das jetzt nochmal. Ich fliege jetzt nochmal mit dem Drachen hoch. So, jetzt wartet mal. Wo bist du? Wo ist der Vogel jetzt? Ja, toll. Kannst du mir bitte einfach in der Luft stehen bleiben? Wie wäre das? Es ist,
wirklich so eine Sache. So, jetzt versuche ich das mal hier, ne? Ich fliege jetzt hier schon ganz erratisch um den rum. Ganz erotisch fliege ich um ihn rum. Nein, Weiver, nicht landen. Du sollst nicht landen, du komisches Weiwan-Vieh. Nein, daneben, scheiße. Ich will das wirklich jetzt mal mit den Brandpfeilen versuchen. Ich weiß auch gar nicht, wie der reagiert, wenn er jetzt dann wirklich brennt. Ob er dann wegfliegt oder ob er dann einfach weiter kokelt. Ich meine, ich muss nochmal ein bisschen nach oben fliegen. Und dann nochmal absteigen, sonst wird das nix. So, jetzt U-Pfeifen, genau. Ich würde ja gerne der Wyvern irgendwie auf den Kopf springen. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Ich bin mir gerade sehr sicher, dass ich ihn... Jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt habe ich ihn definitiv safe erwischt. Und er haut ab. Glaube ich. Ja, er fliegt weg vor mir. Okay. Aber ihr seht schon, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Methode. Man fliegt einfach mit der Wyvern hinter dem her und versucht den halt mit dem Brandpfeilen so ein bisschen anzuschießen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Was ist er denn jetzt? Da unten. Wieso fliegt er jetzt nach unten? Das ist aber auch ein erratisches Biest, ist das. Das gibt's gar nicht. Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn verloren. Ich habe ihn gerade eben noch hier so unten gesehen, unterhalb, und jetzt ist er weg. Hä? Habe ich ihn jetzt getötet? Nee, das wäre ja oben, das hätte er gestanden. Da ist er. Okay. So, Moment. Jetzt müssen wir das nochmal probieren. Ja, toll, flieg unter mich, genau. Er weiß genau, wo er hinfliegen muss, um im toten Winkel zu sein, dass ich ihn nicht erwische. Ich sollte vielleicht auch dazu sagen, ich bin leicht übermüdet, weil ich auch schon oft in den vergangenen Nächten auf dieses Phoenix-Update gewartet hatte. Und das hat sich immer wieder verschoben. Das war schon nicht mehr feierlich, wie oft sich das verschoben hat. Da hinten ist er. Er ist auch jetzt echt schwer zu sehen. Also auch gerade, wenn das hier so verschwimmt, die Sicht. Das ist schon nicht so einfach, meine lieben Freunde. Ich kann euch sagen, das ist hier ein Act mit dem Phoenix. Ein echter Act. So, jetzt fliegt er wieder nach oben. Jetzt fliegt er wieder nach unten, das kleine Schweinchen. Nein! Fallschirm, schnell! Puh! Das wäre beinahe schief gegangen. Ja, jetzt bleibt die Wyvern oben. Danke dafür. Oh, da hinten waren Schwein und Tower Birds und alles ist hier. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt auf Hizzard unterwegs und ich hole mir jetzt erstmal die Feuerwyvern zurück, die ich gerade zurücklassen musste, nachdem ich abgesprungen bin. Die müsste jetzt ja hier eigentlich... Oh, Hizzard hat auch Level-Ups. Die müsste jetzt hier ja eigentlich genau am Start sein. Jetzt ist halt nur die Frage, da hinten ist der Phönix. Ich werde jetzt aber erstmal die Feuerwyvern wieder zurückpfeifen. Ja, damit ich die jetzt hier dann auch benutzen kann gleich. Das ist jetzt ganz wichtig. Gott, ich muss auch... Oh, das ist so verschwommen, ey. Guckt euch das mal an, wie heftig verschwommen das ist. Ich sehe hier gar nichts mehr, ey. Ohne Witz. Das ist so heftig verschwommen. Das kann nicht sein, wie heftig das verschwommen ist. So, ich lande jetzt mal hier. Und die Weiber natürlich im gemächlichen Flattertempo flattert sie hinterher. Moment, halt, halt, halt. Landen wäre mal nicht schlecht. Lande mal bitte. Komm mal runter. Los. Lande halt. Verdammt. Komm zu mir, komm. Hier, ich bin hier hinten. Komm doch. Los. Ja, toll. Jetzt fliegt sie wieder über mich drüber und ich komme nicht ran. Danke dafür. Es müsste so einen Befehl geben, mit dem man Flugtiere instant zur Landung zwingen kann. Das wäre mal cool. Kann ich zufällig an den Schwanz springen und so? Ja doch, das geht sogar. Wartet mal. Moment. War's gerade kurz. Jawoll! Mit Trick 17 am Schwanz festgehalten und hochgezogen. So. Ein Schwein, wer Böses dabei denkt. Und jetzt muss ich mal gucken. Soll ich es nochmal probieren mit Anzünden über die Wyvern? Ich weiß es halt echt nicht, was am besten funktioniert. Zur Not muss ich mich nochmal informieren und dann mal gucken, wie es am besten klappt. Erstmal gucken, ob der Phönix hier überhaupt noch ist. Da ist er. Okay.
Ich probiere es jetzt mal mit dem Fallschirmsprung nochmal. Ich muss noch mal ganz kurz die Weibern auf Pfeifen folgen. Auf Folgen pfeifen. Und dann springe ich mal mit dem Fallschirm ab. Also. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich muss erst mal gucken, wo ist denn jetzt der Phönix? Jetzt bin ich abgesprungen, ohne zu gucken, wo der Phönix eigentlich genau ist. Wie weit er weg ist und so. Ah, da ist er. Das wäre jetzt natürlich der Hammer. Wenn es mir gelingen würde, mit dem Flammenwerfer wenigstens so ein bisschen auf ihn drauf zu halten. Einfach nur, um zu gucken, ob es irgendwas bringt. Ja, wie gesagt, warum mache ich das mit dem Beschießen? Man muss den anzünden, damit man den zähmen kann. Aber ich glaube, irgendwie klappt das gerade schon auch wieder nicht so. Fliegt er da hinten rum? Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Dafür ist er einfach zu schnell. Das hat früher bei den Cats-Aktionen vielleicht funktioniert. Aber an sich... wenn er jetzt durch Zufall halt einfach so ein bisschen in meine Richtung fliegen würde. Ja, danke Wyvern, flieg einfach durch, genau. Und fang einfach den Schuss ab, genau. So, dass ich ihn nicht treffen kann. Jetzt habe ich gerade auf meinen eigenen Fallschirm geschossen, ist auch witzig. So nach dem Motto, einfach mal einen eigenen Fallschirm anzünden. Okay, ich bin jetzt auch schon gelandet hier. Das bringt's offensichtlich nicht. Okay. Das ist offensichtlich schwerer, als man das vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Und ich bin natürlich auch ein Schlumpfschütze mit den Brandpfeilen. Insofern ist das jetzt auch nicht großartig verwunderlich. So, wo ist jetzt meine Wyvern? Hier ist meine Wyvern. Lass mich bitte drauf, lass mich bitte drauf, lass mich bitte drauf. Lass mich bitte mitfliegen. Ich will mitfliegen. Moment. Lass mich... Jawohl, sehr schön. Ich habe mich jetzt noch mal ein kleines bisschen schlau gemacht. Es soll wohl wirklich die beste Möglichkeit sein, den Phönix zu zähmen, indem man ihn mit dem Feueratem der Feuerweibern anzündet. Alles andere ist sehr unpraktikabel. Und jetzt muss ich den Phönix, den ich hier gerade eben schon hatte, nur noch mal wiederfinden. Wo ist er? Wo ist er? Der müsste eigentlich hier hinten irgendwo rumfliegen. Da ist er. So, jetzt werde ich das mal versuchen. Ich muss jetzt immer natürlich regelmäßig Stamina recken, weil wie gesagt, diese Wyvern hier, die ich hier habe, die ist keine High-Level-Wyvern. Wir haben damals es leider verpennt, High-Level-Wyvern zu zähmen hier in dem Singleplayer-Spielstand, als wir den zuletzt gespielt haben. Und es ist ja schon wirklich wieder ewig her, muss man ja mal wieder sagen. Ne? Es ist ja wirklich sehr, sehr lange her. Das war ja letztes Jahr, als Scorched Earth rauskam, habe ich diesen Spielstand zuletzt gespielt. Und da müssen wir jetzt natürlich mal gucken. So. Ich versuche das jetzt, wie gesagt, so gut ich kann. Ich bin, wie gesagt, mit den Wyvern ganz schlecht, muss ich dazu sagen, mit dem Treffen. Und ja, ich muss jetzt einfach eigentlich nur hinter dem Phönix hinterher. Lande doch mal, meine Güte, ey. Da versucht er ewig zu landen hier. Das mit dem Stamina-Aufladen ist halt jetzt wirklich das, was am schwierigsten wird. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Ansonsten muss ich mal schauen. Hier, genau, hier ist jetzt der Phönix. Okay. Dann fliegen wir mal ran, verfolgen ihn. Jetzt fliegt er in eine Richtung. Ich meine, so ist das natürlich praktisch. Level 40 ist er, jetzt haben wir es auch gesehen. Und da war auch gerade kurz ein Zähmbalken zu sehen. Habt ihr es gesehen? Jetzt war es natürlich blöd, dass ich... Er fliegt jetzt gerade nur in eine Richtung. Interessant. Jetzt wird er wieder erratisch. Ich weiß jetzt halt nicht, ist der Zähmenbalken, ist der Zähmenfortschritt jetzt noch erhalten? Ich lande nochmal zwischen, sicherheitshalber. Zwischen. Ihr merkt schon, ich habe auch wieder einen Sprachfehler. Das liegt daran, dass ich wieder nicht genug geschlafen habe. Diese blöden Arc-Updates verschieben sich nämlich immer, nach wie vor immer noch. Selbst wenn nur ein Tier reingepatcht wird. Das Lustige ist, es sollten ja eigentlich auch noch Tech-Schild, also zum Tragen am Arm, Schild und Schwert rauskommen. Aber die wurden verschoben in ein weiteres Update am 8. September, das sich wahrscheinlich wieder verschieben wird auf den, was weiß ich, wie 4. September. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe ihn gerade angezündet auf jeden Fall. Also getroffen habe ich ihn. Er fliegt auch wieder nur in eine Richtung, guckt mal. Er fliegt gerade nur weg. Vielleicht hängt er ja irgendwann an der Levelgrenze, das wäre natürlich lustig. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn erwischt auf jeden Fall. Ich meine, das Schwierige ist natürlich auch, wir haben natürlich hier das Problem, dass der auch Schaden kriegt, wenn ich den besprühe. Also es ist nicht so... Oh, Moment, hier sind diese komischen, hässlichen Viecher. Es ist nicht so, dass wenn ich ihn
mit Feuer bespucke, dass er dann keinen Schaden kriegt. Das steht nämlich auch im Dossier drin. Die werden weggebrutzelt, wenn man das zu oft macht. Und wenn dann die Zähmleiste wahrscheinlich wieder zu weit nach unten fällt. Das heißt, man muss da schon ein bisschen gucken, was man macht. Und jetzt ist er wirklich sehr weit am Rand der Wüste. So, wirklich hier mal vorsichtig gucken. Ach, ich komme mit der Wyvern einfach nicht klar. Aber es scheint wirklich die beste Methode zu sein, mit Feuerspucken das zu versuchen. Wir sind wirklich, ich muss langsam hinter ihm herfliegen. Warum driftet diese blöde Wyvern denn immer so nach unten weg, wenn ich hinter ihm herfliege? Das ist so ultra nervig, wirklich. Ich fliege hinter ihm her, bin direkt hinter ihm, spucke Feuer und die Wyvern driftet einfach nach unten weg in dem Moment, wo ich Feuer spucke. Das macht das echt nicht leicht. Kann ich an der Stelle nur sagen. Wir sind jetzt hier natürlich in der tiefsten Wüste. Das heißt, ich verliere jetzt hier auch gerade wieder so richtig schön hart Leben. Das ist gar nicht so toll, muss ich sagen. Jetzt sehe ich den Phönix auch gerade nicht mehr. Wo ist er jetzt hin? Da ist er! Warum ist er denn jetzt so weit unten? Was war das da gerade? Ich habe da gerade irgendwas aufplöpsen sehen. Jetzt ist er schon wieder so weggeglitscht hier. Habt ihr das gesehen? Immer wenn ich direkt hinter dem bin, glitsche ich so komisch weg mit der Wyvern. Ist echt seltsam, ey. Aber er hat rumort. Habt ihr das gehört? Er hat irgendwie gequietscht. Also irgendwas scheint nicht richtig gemacht zu haben, auf jeden Fall. Ich mache mir nur gerade enormst Sorgen wegen meinem Leben. Ohne Witz. Das ist gerade echt akut hier. Boah, mein Leben geht so schnell runter, das gibt's gar nicht. Wo ist er jetzt hin? Gerade eben habe ich ihn noch gesehen. Wo ist er? Der Phönix. Er ist jetzt hier schon in die Richtung geflogen, oder? So ein bisschen eher so hier hin. Ich sterbe, glaube ich, auch gleich. Aber ihr könnt schon mal festhalten an der Stelle, mit Feuer auf ihn zu spucken, ist die beste Methode, um ihn zu kriegen. Wenn man natürlich eine bessere Wyvern hat, die mehr Stamina hat und deswegen auch öfters Feuer spucken kann hintereinander. Die hier kann ja halt nur dreimal hintereinander spucken und dann war es das schon. Wenn man das natürlich hat, dann geht das natürlich auch besser. Und jetzt habe ich ihn auch verloren gerade. Oh Gott sei Dank, die Mega-Heat ist vorbei. Ja, dann kann ich jetzt mal kurz regenerieren und dann würde ich sagen, an der Stelle ist jetzt auch erstmal schon wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved von der Map Scorched Earth. Ich will das auf jeden Fall noch mindestens einmal probieren, jetzt wo ich weiß, welches die beste Methode ist dafür. Ja, und dann probieren wir das in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!